Layers of Fear umfasst Inhalte, die manche SpielerInnen als verstörend oder triggernd empfinden, darunter Darstellungen von Aggression und Gewalt, gewalttätige Sprache, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Kinder, Vernachlässigung, verstörende Kindheitsdarstellungen, zum Beispiel zerstückelte oder besessene Puppen und durcheinandergebrachte Kindersachen, verstörende Darstellungen menschlicher, menschenähnlicher Gestalten, zum Beispiel Schaufensterpuppen, Blut und blutähnliche Substanzen, Feuer, grafische Darstellung schwerer Verletzungen wie Verbrennungen, Alkohol und Alkoholmissbrauch, Hör- und Sichthalluzination, dämonischer Darstellung, Ratten, Hunde, beengte Räume und Verfolgung sowie Depression, Selbstverletzung und Suizid. Wenn du auf eine oder mehrere dieser Themen sensibel reagierst oder in der Vergangenheit selbst ähnliche Probleme durchlebt hast, geh das Spiel vorsichtig an und überlege, ob es für dich geeignet ist. Solltest du negativ auf diese Inhalte reagieren, denk daran, dass du das Spiel jederzeit unterbrechen oder beenden und Pausen machen kannst. Wann immer du willst. Wenn du mehr Informationen zum Thema psychische Gesundheit brauchst, besuche doch die Links unten, wo du mehr über die psychische Gesundheit, telefonische Beratungsangebote und Unterstützungsstellen im Internet erfahren kannst. Deine psychische Gesundheit ist wichtig. Das mal kurz als Vormerk, bevor wir überhaupt anfangen. Ich drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Hey Home, willkommen zu einem weiteren Halloween-Special, Layers of Fear. Es geht scheinbar dieses Mal um einen Autor, um einen Writer. Und das bin ich auch, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Es ist gerade auf mein Ohr noch ein bisschen laut. Ich versuche mich gerade wieder reinzugrooven, weil ich habe eine Weile nichts mehr aufgenommen. Aber würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein, ne? Horror, oje, warum mache ich das immer? Neue Geschichte? Ah, hier kann ich Helligkeit an. So finde ich gut. Akzeptieren. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. Then one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Ich mach gleich die Untertitel anders, weil das war mir ein bisschen zu groß und zu auffällig. Aber hey, Geschichte der Autorin, Kapitel 1. Ist mir zu hoch. Ja, oh Gott, ja, ich muss es unbedingt noch umstellen. Gut, dann einen Moment. Ich glaube, jetzt sollte es gehen. Nur noch mal kurz. Ich hatte ja ganz am Anfang das vorgelesen gehabt, was da steht. Ich wollte nur mal anmerken, das ist hier dann nicht auch für das Let's Play. Falls ihr so etwas nicht ertragen könnt oder es irgendwie zu viel für euch ist, guckt das lieber nicht an. Ich werde schauen, vielleicht packe ich auch die Links in der Videobeschreibung rein. Aber nochmal, hey ho und willkommen zu Layers of Fear. Ich habe jetzt schon Angst, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich gehe einfach mal dahin. Ich denke mal F, ne? Nein? It made me think of your poem. Congratulations. Drehen.
Okay, so. Okay. Okay, dieser Sound gefällt mir schon mal nicht. Ich weiß nicht, ob man den gerade gehört hat, aber ich habe ein Steam Achievement bekommen. Das wird mich, glaube ich, irgendwann mal erschrecken. Okay, was gibt's hier noch so Schönes? Da ist noch ein Bild oder so? Ist das unser Vater? Mann? Bruder? Whatever? Ich frage mich, ob hier schon was Gruseliges passiert. Ich hoffe nicht. Weil es sagt mir gar nicht, was ich machen soll. Kann ich mich nicht hinsetzen? Soll ich hier raus? Ja, ich soll raus. Oh Mann, aber es ist doch schon so. Es ist noch zu schnell. Eine Ewigkeit später. Besser. Oh nein, ich will mich jetzt nicht umdrehen. Das ist doch der Klassiker. Habe ich einen Schlüssel irgendwo vergessen? Da war ich gerade so blöd, die Tür aufzumachen. Ah, ja, war ich. Ups. Aber wo sind wir hier? Sind wir in diesem komischen Haus am Meer? Also ich denke nicht, dass es direkt gruselig werden wird. Deswegen kann ich, glaube ich, noch in Ruhe durchatmen und alles. Und warum sieht hier alles gleich aus? Wie kann ich crouchen irgendwie? Ne. Okay. Nein. Ah, ich glaube, ich kann ein bisschen rennen. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Oh. Also, der redet nicht weiter. Okay, ein Boot kommt einmal pro Woche mit Vorräten an, und wenn Sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gelände. Wir wünschen Ihnen ein fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Das Management. Guck mal, es ist in der Wand drin. Okay. Also ich nehme mal an, ich weiß gar nicht genau, was wir hier wollen. Aber warum ging es da hinten runter und ich kann hier aber weitergehen? Okay, nee, das ist geschlossen. Das nicht. Ja, geh auf! Darf ich da jetzt einfach rein? Gehen wir mal hier rein. Also es ist eigentlich genauso wie am Anfang. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Also er hat, glaube ich, nicht alles gelesen, oder? Nee, doch, alles. Okay. Also auf jeden Fall, wir sind ein Writer, also eine Autorin sind wir, glaube ich, ne? Und warum geht das? Ich verstehe nicht, warum ich das machen kann. Aber egal. Was ich sagen wollte, ist es eigentlich genauso wie am Anfang von den Layers of Fear Time. Wir können uns erstmal umsehen, gucken, wo wir sind. Diesmal sind wir bei einem Leuchtturm. Das erste Mal war es ja eine Villa. Und wir waren ein Maler. Beziehungsweise wir hatten einen Maler gesehen und eine Instrumentalistin, weil sie konnte ja sowohl Piano spielen als auch die Violine. Im zweiten Teil waren wir ein Schauspieler auf einem Schiff. Warum sieht ihr zu? Ich hatte nicht zugemacht. Fängt schon super an. Okay, gehen wir weiter. Da ist, bestimmt nichts. Okay, gut, die Tür ist zu. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Ach so, okay. Ja, komm, geh auf. Okay, ich muss noch lernen, wie ich die Türen richtig aufmache. Also schön, ist was anderes. Aber hey. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Yours. Man kann ein bisschen was erkennen, aber ich erkenne da ehrlich gesagt nichts dran. Egal. Tyler? Oder so? Keine Ahnung. Ups, falscher Knopf. Da ist doch auch noch was.
Marriage, Chapter 2, Accident with Fire, Chapter 3, Destruction, or Marriage. Metapher? Also ich glaube, es sind Notizen zu einem Buch. Ey, bitte nein. Das sind alte Rohre. Das sind nur alte Rohre. Nichts anderes. Oh je. Nein, es fängt schon wieder an. Nö. Ich gehe einfach. Hello. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Gar nicht well, creepy. That was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. It is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Goodbye, I guess. Now that was a conversation I was too sober for. Fühle ich, das war gar nicht merkwürdig oder so. Aber ich kann auch noch runter in den Keller gehen. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier lang überhaupt gehen soll. Mach doch auf! Da kann ich hoch. Ja, komm, dann gehen wir erstmal runter, ne? Werden wir wahrscheinlich früher oder später eh hin müssen. Und hey, ich versuche ja in den Horrorspiel. Ich versuche, okay? Ich versuche wirklich mir alles anzugucken und keine Angst zu haben, aber ich bin auch nur ein Mensch. Okay, nicht nur ein Mensch, ich bin Angsthase. Gehen wir mal hier runter. Hier sieht's doch richtig freundlich aus, oder? Hier kann doch nichts schief laufen. Fängt schon mal gut an, ne? Okay. Matiz. Was? Da hinten ist etwas auf jeden Fall. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Nee. Das klingt nicht gut. Ratten. Okay, ich sehe schon, in der Zukunft wird das Ding ausgehen. Das ist wahrscheinlich der Generator für den Leuchtturm hier. Und sonst gibt's hier nichts? Nö, kein Jumpscare, kein gar nichts. Gut, ich kann wieder gehen. Okay, jetzt... Hat es davor auch so? Ja, stimmt. Okay, das heißt, jetzt gehen wir diesen Leuchtturm hoch. Aber wer, warum... Also, ich bin ja auch Autor und so. Also, ich habe noch nicht so richtig... Ich bin ein Rider, sagen wir es mal so. Aber wieso sollte man in so einem verlassenen Ort, wo wirklich kein Mensch da ist, das Ding sieht aus wie vermodert und sonst was, und dann bekommst du so komische Anrufe hier von den Leuten, und die beobachten dich ja scheinbar, weil die wussten, dass ich genau jetzt hier bin. Ist halt schon maximal creepy. Gut, dabei gehen wir mal hier, ne? Ah, ich kann da gar nicht hoch. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and... Und? Hey, geht's gerade um uns? Okay. Ja, aber was denn jetzt? Ich war überall. Ich kann hier auch nicht durch, um hochzugehen. Das heißt, jetzt passiert irgendwas, weil ich war überall. Oder? Ich war doch überall. Okay. Also ich nehme an, gleich passiert irgendetwas. Deswegen macht euch schon mal bereit. Ne, das habe ich auch schon gesehen. Jetzt höre ich schon hier Geräusche. Okay. Ja, wo soll ich hin? Ich kann doch nicht jetzt schon lost sein. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück und tue eine Runde schreiben. Ne, ich soll ja. Das wollen die halt alle von mir. Also, schreiben wir. Was soll jetzt schieflaufen? oh Gott, die Geräusche. Vor allem nur auf dem linken Ohr. Warum? Ignorieren wir. Schreib einfach weiter.
Warum willst du jetzt da durchgehen? Okay, ich habe vergessen, die Zeit anzugucken. Egal, ich nehme jetzt einfach weiter auf. Warum? Wer, der bei klarem Verstand ist, denkt sich bei diesen Geräuschen, ich guck dann mal, was das war. Ich weiß ja nicht mal, von wo die Geräusche herkamen, ehrlich gesagt. Ich laufe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung hin. Ich weiß, die Tür da ist gerade zu, die war vorher nicht zu. Aber egal. Nein! Ich habe vergessen, wie schlimm Horrorspiele sind. Ah, die Tür ist jetzt offen. Ah, das freut mich. Oh, das haben wir vorhin gesehen bei diesem Film, bei der Sequenz. Oh, Rat schon wieder. Ja, aber die sind aber irgendwie immer da. Mhm. Schick, schick. Ja. Ich weiß, dass ich da hingehen soll. Aber okay. Das kennen wir ja schon. Gemälden und so. Mhm. Oh Gott, als ob ich mich jetzt umdrehen muss. Hey, aber das Gemälde sieht doch ganz schön aus, oder? Mhm. Mhm. Hä? Okay, hier ist auch eine Leinwand. Ja, ich weiß, ich soll jetzt zu der Tür. Warum hängt da dieses Bild aber auch so komisch? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Okay. Hilfe, holt mich ab. Ich will nicht hier sein. Warum guckst du so nach... Okay. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. Nein. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Ich habe gerade erst gesehen, dass wir im Jahre 1955 sind und im Juni. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt weiter schreiben, weil es passiert bestimmt nichts anderes mehr, ne? Wir können unbesorgt einfach wieder hier zurück. Die Tür hier zumachen und abschließen und für immer hier drin bleiben. Bleibst du? Jetzt geh doch zu. Ey, das wird mir irgendwann richtige Probleme machen. Gut, dann wollen wir doch mal schreiben, ne? Los. Geschichte des Malers. Das kennen wir doch irgendwoher. I know how you must feel, lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Jedes Porträt, mit dem Gefühl gemalt wird, ist ein Porträt des Künstlers, nicht des Modells. Ah, okay, ich verstehe schon. Oh nein, wir sind wieder hier. Ja, Déjà-vu, ne? Habe ich ja gerade schon davon geredet, am Anfang von Layers of Fear 1. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder gespielt habt, gönnt euch. Es sind echt gute Spiele. Da fängt man nämlich genau hier an. Ah, ich verstehe. Dieses Layers of Fear ist praktisch kombiniert von beidem. Eine Kombination davon. Oh, ich erinnere mich sogar... Oder? Erinnere ich mich daran? Ah, wir sind jetzt sogar auch wieder der Maler. Ich habe vergessen, wie er heißt. Und hier ist wieder das Baby. Das pinkelnde Baby. Oh, und die Sounds sind auch wieder so ähnlich. Oder vielleicht sogar auch komplett gleich. Ja gut, ne? Ich kenne mich ja hier schon aus. Hello. Wie gesagt, überall Ratten. Das ist nichts Neues.
We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spraying. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Wieso sagt mir dieser Brief sogar etwas? Ist es derselbe Brief? Bourbon, der gute alte Bourbon. Durchleben wir wieder genau dieselben Geschichten hier durch? Erzählt sie von diesen Geschichten? Ich kann das aufmachen, dann mache ich es natürlich auch. Okay. Warum kann ich es aufmachen? Okay, wir sind gute Menschen, wir machen die Dinge natürlich auch wieder zu. So, okay. Was ist da? I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Okay. Ah, hier sind sogar jetzt schon die Kritzeleien von den Kindern. Von dem Kind. Okay. Was ist mit hier? Ah, der Keller. Ja, ne, daran erinnere ich mich. Kann ich hier... Ja. Dass man jetzt sogar die Hand so gut sieht. Ich weiß nicht, ob man das vorher auch schon konnte. Also in den anderen Teilen. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. And one awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke, quote, the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple are indeed expecting. Oh, ja, das wissen wir schon. Da ist auch noch eine Tür. Ah, die Küche. Ich erinnere mich an die Jumpscares hier drin. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. I love you too. Aber passiert hier jetzt auch irgendwas oder laufe ich einfach nur durch? Farben, goldrosa, gebrannte, was? Gebranntes Umbra, Sienna, Pinsel 25 Mal, Lufterfrischer 50, Äpfel 10 Kilo. Okay. Und Schnaps. Braucht man natürlich alles zum Malen. Ah, was ist das? Paprika. Mhm. Kann ich hier wieder zurück öffnen? Also es wundert mich, dass noch keine Jumpscares so wirklich kommen. Aber, obwohl, nee, war am Anfang ja auch so, als wir, glaube ich, die Villa angeguckt haben. Ah. Stimmt, ich erinnere mich, da war überall dieselben Gewürze. Jetzt nicht. Jetzt sieht es richtig gut aus mit den Gewürzen. Ich erinnere mich daran. Es gab irgendwie immer nur so drei gleiche Gewürze, die immer ähnlich aussahen. Aber schick. Hör auf. Zweimal nur die Tür. Andere Seite. Okay, dann haben wir uns hier, glaube ich, alles angesehen. Also ich glaube, das will wieder, dass ich in den Keller gehe. Das habe ich auch schon angeklickt. Ach, das Bad. Das gute alte Bad. Oh nein, ich kann es nicht zudrehen. Warum? Ja gut, dann halt nicht. How the hell did they fuck up the length? Achillesprothese. Ach so, stimmt, stimmt. Stimmt, Prothese. Ich erinnere mich. Da. Yay! Nichts, aber erstmal auf Klo gehen. Oh.
Jetzt gibt's eine richtige Animation. Aber im Nee, wir spiegeln uns nicht. Egal. Aber das dezent triggern. So, dann gibt's hier noch ein bisschen Zeug. S, M und B? Oder ist es eine 8? Das ist eine 8. Das Wetter spielt verrückt. Puppe. Ach stimmt, da war was. Nein, nicht Popel. Das da. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Ah, now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. I love you. Okay, was war hier? Ah. Ah, denkst. Ich frag mich, ob. Ja, das geht! Sind jetzt alle aktiviert? Okay. Gut. Sonst ist hier nichts. Außer da. Ja, eine Mausfalle. Und da? Vinny und Partner, haben Sie ein Ratenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825. Schnell, effizient und diskret. Red Box. Ah, das kann ich zum Beispiel richtig umdrehen. Cool. Irgendwie weird, wieder hier zu sein. Ah, da unten ist was. Ich hab's gesehen. Eine Uhr. Kann jemand was damit machen? Nö. Dann halt nicht. Das alles haben wir jetzt eingesehen. Hoch gehe ich noch nicht. Ich gehe zuerst nämlich runter. Das kenne ich ja schon hier. Warum diese gruselige Musik? Das muss nicht sein. Ich war hier schon oft genug. Guck mal, man hört die Ratten diesmal nur. Also, ich glaube, man hat auch welche gesehen gehabt in Layers of Fear 1. Ich gucke gerade übrigens so komisch durch die Gegend, um zu gucken, ob ich irgendwas aufheben kann. Weil, als ob hier irgendwas passiert, was mich erschreckt. Hier doch nicht. So eine Waage. Irgendjemand macht da hinten Musik. Kann ich da wirklich bis da hinten hin? Warum? Ist hier hinten irgendwas? Habe ich was vergessen? Da ist wirklich was. Zeugnis. Lesen 3, 4, 5, 3. Schreiben 3, 4, 5, 3. Mathe 5, 4, 5, 3. Wissenschaft, Gesundheit 3, 4, 3, 5. Sozialkunde 4, 3, 5, 4. Kunst 1, 1, 2. Also das wollen wir nicht sehen. Und Musik auch gut. Ja, okay, man merkt, das war ja auch ein Kind von einem Maler und Instrumentalistin. Ich will immer Pianistin sagen, aber sie hat ja auch Violine gespielt. Deswegen wäre das nicht so passend. Ist hier noch irgendwas? Kommt noch was, was mich erschrecken soll oder so? Ne? Gut, dann gehen wir mal da hinten hin. Weil ich weiß nämlich noch, was da hinten ist. Da konnte man... Ah, nicht mehr. Ach, schade. Hier ist eigentlich ein Ouija-Brett. Aber warum kann ich denn bis hier hin, wenn hier nichts ist, was ich aufheben kann? Nicht da drauf? Nö. Der hebt seine Füße nicht hoch. Ich habe das Geräusch gehört. So, dann gehen wir wieder hoch, ne? Gibt's ja scheinbar hier nichts. Schade, ich dachte, es gibt das Ouija-Brett hier, weil man konnte nämlich ganz viele Achievements machen damit. Man konnte beim Ouija-Brett auch sowas wie Halloween schreiben und dann ist da so ein Kürbis erschienen. Das war mega cool. Das hatte ich schon aufgemacht und wieder zu. Dann können wir ja hochgehen, ne? Hier ist bestimmt wieder dieses hässliche Bild. Ja. Und das ist, glaube ich, neu.
Okay. Ja, ich weiß ja schon, wie das hier aussieht. Und ich glaube, das sollte ja jetzt eigentlich gehen, ne? Ich weiß, dass es ging. Ich weiß noch, wenn man oft genug drückt, geht das Ding, glaube ich, zu. Oder auch nicht. Kann ich. Ah! What the fuck? Ich war's nicht. Okay. Okay, das war jetzt anders. Okay. Sieht ganz cool aus. Aber es leckt manchmal noch. Ich weiß nicht warum. Da will ich nicht rein, deswegen gehe ich. Aber da ist dieses hässliche Bild, was immer überall einfach aufgetaucht ist. Ich weiß doch, dass es einen Jumpscare damit gab. Das war einfach mal irgendwo. Mal. Ich glaube sogar, wir müssen eigentlich hier hin, deswegen. Vielleicht sollte ich vorher ins Kinderzimmer? Vorher ins Kinderzimmer? Ball? Da ist der Ball. Ah, diesmal hätte sogar ist Basketball im Bunter. Okay, das heißt, das Ding will, dass wir da reingehen. Also gehen wir da zum Schluss rein. Nein, gehen wir jetzt rein. Komm, scheiß drauf. Ich weiß halt nicht, wo das möchte, dass wir reingehen. Herr Puppen. Lass mich mal. Genau. Ganz kurz mal, das wirkt gerade richtig laut. Das war nämlich auch sein Problem. Er wollte, dass das Kind nicht so malt, wie es möchte, sondern realistisch. Je realistischer, desto besser. Und er war echt, ja. Oh, Family. Nix. Steht da was? Die, Death. Da steht Death. sonst nichts. Aber Hauptsache, da steht Death. Schön. Mega schön. Ich muss auch gleich die Folge schon beenden, weil wir waren ja gleich überall. Aber wo ist die Spieluhr? Da hinten. Aber wir dürfen. Ja, ja. Husch. Husch, husch. Dann fehlt hier jetzt nur noch ein Raum, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Nee, da hinten geht's doch auch noch. Aber da sollte man, glaube ich, nicht reingehen können. Been working all night. Don't wake me up. Don't wake me up, ich gehe erstmal rein. Okay. Bitte geh nicht auf. Danke. Wenigstens eine Tür weniger. Dann gehen wir halt zuerst ins Büro rein. Und ich sollte gleich die Folge beenden. Wie wäre es, wenn ich sie beende mit diesem Anblick? Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einer halben Stunde und das ist viel zu viel. Ich will eigentlich nur 20 Minuten haben. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen und morgen sollte es direkt weitergehen. Bis dahin und tüdelü.